Wir reden über das Immunsystem mit der einfachen, simple Frage: Was ist das Immunsystem? Ich stelle dir die Frage: Was ist das Immunsystem? Und bitte simpel ausgedrückt. Könntest mich auch fragen, das Universum zu erklären in einem Satz? Also, das Immunsystem ist etwas extrem Kompliziertes, so kompliziert, dass ich als Arzt es nicht verstehe. Und das soll ich jetzt in einem simplen Satz sagen. Ja, bitte, bitte. Also, wirklich simpel ausgedrückt, es sind die Abwehrkräfte unseres Körpers gegen Infektionen, gegen also Viren oder Bakterien, die in uns eindringen. Unser Körper kann sich dagegen wehren. Das macht das Immunsystem. Okay, das macht das Immunsystem. Das ist simpel genug. Ja, das, klar, genau, es schützt uns, es kämpft für uns. Wo ist es? Überall, ja, aber primär im Blut. Einfach ausgedrückt, es sind die weißen Blutkörperchen und es sind die Antikörper. Beide schwimmen im Blut herum. Und weil es im Blut ist, ist es im ganzen Körper. Also egal, wo ich mich verletze oder wo Bakterien in mich eindringen, dort hat es Blut, dort hat es Kapillaren und dort kann das Immunsystem aktiv werden. Also das Immunsystem wird übers Blut im Körper eigentlich verteilt. Mhm. Weißen Blutkörperchen, Antikörper gehen entsprechend überall hin, also im Nagel, im Auge, Ja, nur wenn dort eben Erreger eindringen. Okay. Also, aber es ist natürlich so, Erreger sind überall. Wir haben Erreger in uns drin. Billionen von Bakterien und Viren sind in uns drin. Also deswegen müssen wir uns vor denen gar nicht fürchten. Die sind einfach da. Und wenn der Körper gesund ist, ist alles in einer Balance und die schädigen uns nicht. Und da hat das Immunsystem natürlich auch eine Funktion. Okay, das heißt, die weißen Blutkörperchen, sind die immer im Blut oder gehen die spezifisch an diese Stelle, die jetzt gerade Akuthilfe braucht? Also die sind immer da. Wir haben, das Maß ist ein Kubikmillimeter. Also stell dir vor, ein Würfelchen, Seitenlänge ein Millimeter. Da drin haben wir etwa 5.000 bis 7.000 weiße Blutkörperchen. Und jetzt mal das multipliziert mit 5 Liter Blut, das sind unglaublich viele, Millionen. Die schwimmen Tag und Nacht ohne unser Wissen oder dass wir das spüren im Blut herum. Okay. Wenn ich jetzt mich in den Arm schneide und da kommen jetzt Bakterien rein, wird jetzt das Immunsystem aktiviert? Genau. Sendet das Immunsystem besonders viele Antikörper und weiße Blutkörperchen jetzt an diese Stelle? Mhm. Oder ist es einfach das Standardblut, das sowieso dadurch ja, natürlich, es ist das Blut, das sowieso vorbeischwimmt, aber der Körper spürt, da ist eine Verletzung. Und bei einer Verletzung sind immer Bakterien eingedrungen. Das ist so, oder? Weil die sind einfach da. Nur schon, wenn wir miteinander reden, tauschen wir Milliarden von Bakterien aus. Also die sind da, die dringen ein. Und jetzt sendet der Körper bewusst Millionen von weißen Blutkörperchen dorthin. Diese Blutkörperchen fressen diese Bakterien und die abgestorbenen weißen Blutkörperchen, das ist dann eine Eiterbildung. Also sobald es irgendwo eitert oder manchmal wird es einfach nur rot und schmerzt, dann ist das nicht so intensiv. Aber wenn es eine Eiterbildung gibt, das ist dann das Endergebnis, oder? Das ist der Sieg des Immunsystems über die Eindringlinge. Okay, die Eiterbildung ist der Sieg. Ja, ja, das ist nicht schlecht, das ist etwas Gutes. Ja. Okay, baut der Körper, wenn jetzt diese Situation ist, ein Schnitt im Arm, baut der Körper für diese Situation 3-4 Tage spezifisch zusätzlich weiße Blutkörperchen? Ja, natürlich, wenn Millionen weiße Blutkörperchen verbraucht werden, oder die dann absterben, dann muss er sie nachbilden, ja.
Okay. Das wiederum geschieht im Knochenmark und in den Lymphknoten. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie baut das Immunsystem weiße Blutkörperchen? Einfach simpel ausgedrückt. Ja, das kann ich jetzt wirklich nicht in einem Satz sagen. Die Zellbildung, also die Zellen teilen sich ja. Die entstehen nicht aus nichts, sondern die bestehenden Zellen können sich teilen und so vermehren. Was ist der Treibstoff dann von den weißen Blutkörperchen? Oder was braucht es der Körper, um weiße Blutkörperchen in genügender Menge herzustellen? Gibt es da irgendwelche, es geht ja um integrative Vitalstoffmedizin. Mhm. Gibt es da auch Mikronährstoffe, die zum Beispiel essentiell sind für die Bildung von weißen Blutkörperchen? Ja, die gibt es. Aber das sind nicht nur 2, 3, das sind eben wahrscheinlich Hunderte. Und das macht es ja so schwierig. Aber es gibt Schlüsselsubstanzen. Ne? Eine Schlüsselsubstanz für das Immunsystem ist das Vitamin D. Und eine zweite sind Omega-3-Fettsäuren. Die spielen leider in der Medizin eine untergeordnete Rolle, aber die sind lebenswichtig. Also diese beiden, Vitamin D, Omega-3, das sind die Schlüsselsubstanzen. Ohne diese zwei kann das Immunsystem nicht funktionieren. Und wenn du sagst funktionieren, sprichst du von, es kann keine weiße Blutkörperchen bilden. Ist das der Link, den ich jetzt da machen kann? Ja, nicht nur. Es geht um viel mehr, es geht auch um die Bildung von Antikörpern, es geht um, das Blut als Ganzes muss ja steril bleiben, es muss alles, was eindringt, muss bekämpft werden. Es ist wirklich etwas Komplexes einfach zu erklären, das ist eine schwierige Aufgabe. Aber wir müssen uns gar nicht so viele Gedanken machen, wie das im Detail funktioniert. Das mache ich mir auch nicht. Für mich ist wichtig, dass ich den Patienten ein paar Substanzen mitgeben, welche das Immunsystem wieder verbessern. Basis ist natürlich, dass ich gesund bin, dass ich mich bewege. Wir wissen, dass eben Bewegungslosigkeit, Angst, Sorgen, eben auch die geschwächte Psyche, dass das Immunsystem schwächt. Also das Immunsystem hängt von so vielen Faktoren ab. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, du bist gesund. Ja, dann musst du eigentlich nichts tun. Das Immunsystem, das schaut für sich selbst. Ja. Okay. Aber angenommen jetzt, du hast 5-mal im Winter eine Grippe und alle 2 Wochen Halsweh und Schnupfen, dann ist dein Immunsystem geschwächt. Das sind dann die Folgen davon, sind häufige Krankheiten. Und in solchen Fällen lohnt es sich, ein paar Vitalstoffe dazuzunehmen. Aber es braucht auch da viel, es braucht eine Mischung. Ne? Vitamin D, Omega-3 genügt nicht. Wir brauchen die Spurenelemente, Magnesium, Selen, Zink. Du brauchst Vitamin C, du brauchst sekundäre Pflanzenstoffe. Also es ist wichtig, eben dann im Winter auch Orangen und Äpfel zu essen und Nahrung zu sich zu nehmen, die auch wieder bestimmte Stoffe enthält, die so etwas unterstützen. Also du siehst, es sind hunderte von Mikronährstoffen, aber eben die ganz entscheidenden habe ich aufgezählt. Vitamin D, Omega-3 als eigentlich die beiden Fokusstoffe. Ja, das sage ich allen Patienten. Wenn sie alles vergessen haben, was ich erzähle, dann nehmt wenigstens diese 2 Substanzen. Okay. Noch zum Schluss. Wir sind immer noch beim Thema, was ist das Immunsystem, wie funktioniert das? Simpel ausgedrückt, kann man denn über das Blut die Stärke bzw. die Schwäche des Immunsystems messen? Ja, man kann die Anzahl weißer Blutkörperchen, die kann man messen. Ich kann Vitamin D messen. Ich kann den Gehalt an Mineralien und Spurenelementen messen. Das kann ich. Aber das sind nur indirekte Aussagen. Auch angenommen jetzt, der Vitamin-D-Spiegel ist hoch genug und trotzdem werde ich oft krank. Mhm. Dann sehe ich, es sind noch weitere Faktoren. Aber ich kann wirklich aus Erfahrung sagen, wenn der Vitamin-D-Spiegel hoch ist, ist die Chance, krank zu werden, viel, viel kleiner. Okay. Das leuchtet mir auch ein. In meinem simple Hirn, wenn ich ein BMI habe von 58,
aber einen guten Vitamin D-Spiegel, dann sehe ich natürlich, das ist natürlich ein Zusammenspiel von diversen Faktoren. Ja, und es ist so, die Menschen schauen zu allem, nur nicht zu sich selbst. Das kann ich ja auch nicht ändern. Ja, Übergewicht schadet dem Immunsystem, keine Frage. Fast Food schadet dem Immunsystem. Das sind natürlich, aber ich mache immer wieder die Erfahrung, ich kann den Menschen schon zu einem guten Lebensstil raten, aber sie wollen gar nicht. Ja. Und dort sind die Limiten von allen Ärzten. Oder? Und wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo ich, wenn ich ein Problem habe, hätte ich gerne ein, vielleicht zwei Dinge, die ich tun muss, und dann wird es wieder gut. So ist unser System, unsere Kultur aufgebaut. Und deshalb ja auch so ein bisschen diese Simple Show, weil ich merke, dass es ist eben komplex und kompliziert. Und ich möchte die Fragen so zusammenstellen und so auch dir weitergeben, dass es eben einfach ist, dass es verständlich ist. Also für mich ein bisschen Fazit von diesem Austausch. Das Immunsystem stark übers Blut. Die weißen Blutkörperchen, Antikörper, klassisch, die gehen natürlich überall hin. Und Vitamin D und Omega-3 als essentielle, entscheidende Substanzen. Substanzen, die so ein bisschen die Grundlage bilden für das Immunsystem, damit es eben Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und Antikörper bilden kann. So habe ich das so einigermaßen nebst einfach zusammengefasst. Ein paar tausend weiteren Mikronährstoffen, die in gesundem Essen drin sind. Okay. Top, danke vielmals. Simple, wir bleiben simple. Wir bleiben in diesem Laien- und Profi-Gespräch. Mir passt das. Aufs nächste Mal. Tschüss.